Eine feuchtfröhliche Party unter Männern im Stripclub und dann das böse Erwachen. Am nächsten Morgen ist für meinen Mandanten Hadi Koba die Welt eine andere. Geld ist weg, Handy ist weg, Erinnerung ist weg. Und Ihr Freund, dieser Rolf, wie Sie sagen, der ist jetzt weg, oder wie? Ja, Rolf ist weg. Und es kommt noch schlimmer. Denn mein Mandant wird beschuldigt, seinen Geschäftspartner und Kollegen kaltblütig ermordet zu haben. Falls Rolf tatsächlich irgendwas passiert ist, falls er untergetaucht, eingesperrt oder tot ist, dann bring ich dich hinter Gitter. Ach, mein ganzes scheiß Leben ist ein Trümmerhaufen. Meine Freundin hat mich verlassen. Die ganze Welt denkt, dass ich ihn um die Ecke gebracht habe. Es ist ein Desaster. Mein Name ist Alexander Stevens und ich werde herausfinden, was während des Filmrisses wirklich passiert ist. Geschäftsführer Hardy Kober hat zusammen mit seinem Firmenpartner Rolf Evers die Nacht in einem Stripclub durchgefeiert. Als er am nächsten Morgen vor dem Club aufwacht, sind sein Geld, Handy und Armbanduhr weg. Sein Verdacht, die Angestellten haben ihn mit K.O.-Tropfen ausgeschaltet und beklaut. Du hast doch hier gestern bei uns am Tisch hier rumgestanden. Ey, wir haben geschlossen. Geh mal nach Hause. Ja, zuerst habt ihr mich hier abgefüllt, dann habt ihr mich beklaut. Ja, mein Geld, mein Handy, alles ist weg, wenn ich das nicht hier zurückbekomme. Was bist du denn für ein Clown? Was machst du hier für eine Welle? Sieh mal zu, dass du Land hier willst, Keulauer. Die hat mir irgendwas ins Getränk getan. Ja, ich hatte einen Blackout. Ja, und Rolf, wusste eigentlich... Sieh mal zu, dass du Land hier willst. Ende der Durchsage, los. Sergio! Ja? Lass mir sowas hier nicht gefallen, Abflug. Nicht mit mir. Das könnt ihr vielleicht mit anderen Trottel hier machen, aber los. Fass mich nicht Scheiß an. Scheiß Kerl raus. Ja, schon in Ordnung. Ich werde euch alle hier anzeigen hier. Alle zusammen. Fass mich nicht an, ey. Treffen uns am Morgen um 9 Uhr, wie vereinbart. Ich bin ein bisschen früher da. Okay, alles klar, gut. Ja, ansonsten... Ich will meine Sachen zurückhaben. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Ich rufe Sie zurück. Entschuldigung, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, nichts ist in Ordnung. Die haben uns erst was ins Getränk getan hier in diesem Laden und dann haben sie mich beklaut und dann haben sie mich hier rausgeschmissen. Hier. Also mein Name ist Alexander Stevens. Ich bin Rechtsanwalt, vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen. Ja, sehr gern. Ich bin Hadi Kober. Was ist denn das Letzte, an das Sie sich erinnern können? Dass ich mit meinem Geschäftspartner Rolf hier drin war. Ganz genau. Warten Sie mal, bleiben Sie hier. Sie sind doch gerade rausgeworfen worden. Ja, und? Das sind alles Verbrecher. Jetzt erzählen Sie mir doch erstmal in Ruhe, was passiert ist. Rolf und ich verkaufen diese Luxusschlitten, diese Ami-Luxusschlitten. Ja. Und wir haben gestern halt großen Auftrag bekommen, haben Vorschuss bekommen, 5.000 Euro. Ja, und dann wollten wir hier eigentlich feiern. Und dann hat uns irgendwie eine dieser Tänzerinnen hier, diese Elena, die hat uns oder mir irgendwas ins Getränk reingemacht. Ja, und dann haben sie mich beklaut. Ich habe nichts mehr, kein Geld mehr, mein Handy ist weg. Und dann haben sie mich hier wie so ein Passage hier rausgeschmissen. Und Ihr Freund, dieser Rolf, wie Sie sagen, der ist jetzt weg, oder wie? Ja, der hat die 5.000 Euro, die sind weg, Rolf ist weg und sein Laptop ist auch weg. Dann haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass der Rolf einfach nur nach Hause gefahren sein könnte? Sie können gerne mein Handy nehmen und ihn anrufen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also. Hier ist die Mailbox von Rolf Evers. Ich bin im Moment nicht erreichbar. Sie können mir Ihre Telefonnummer nach dem Signalton hinterlassen und ich rufe Sie umgehend zurück. Das kann nicht sein. Der geht immer ran. Das ist sein Diensthandy. Ja, dann müssen wir die Polizei verständigen. Können wir das nicht irgendwie so lösen? Ich meine, ich habe meine Freundin. Rolf hat eine Frau. Können wir das nicht irgendwie so... Nee, ich verstehe schon. Okay. Dann gehen wir einfach zusammen jetzt noch mal rein, aber Sie lassen mich reden, ja? Okay. Vielleicht kann ich irgendwas herausfinden. Okay. Also nach Ihnen, Sie kennen sich ja aus. Ja. Okay. Also Sie lassen mich jetzt einfach reden, Sie halten sich einfach zurück, ja? Gut. Entschuldigung? Ey, was ist denn jetzt noch? Wir haben Feierabend, wir haben geschlossen. Was soll denn das hier jetzt? Alexander Stevens ist mein Name. Ich würde ganz gerne mit Ihnen sprechen, weil mein Mandant gestern hier beklaut worden sein soll. Und seinen Freund findet er auch nicht mehr. Der Vollidiot da? Der hat dann volle Ding zu laufen, der ist ja bescheuert. Gut, ich bin Anwalt. Vielleicht können wir die Sache auch anders klären, als die Polizei gleich verständigen zu müssen. Ja. Sergio, kommst du heute noch mal kurz? Hier ist schon wieder ein kleines Problemchen. Hey.
Finger weg, ja? Warte mal kurz. Wissen Sie was, Herr Rechtsanwalt, ich werde Ihnen mal was sagen. Diese Theater mit den besoffenen Gästen habe ich hier tagtäglich, ja. Die kommen hier rein, lassen sich volllaufen, belästigen meine Mädels, dann wollen sie nicht gehen und plötzlich ist ihr ganzes Zeugs weg. Und dann sind wir diejenigen hier, die sie angeblich beklaut haben. Ja, ich bitte Sie, seine Gäste sollte man vielleicht auch anders behandeln und schon gar nicht rauswerfen. Der ist mit seinem Kumpel hier rein gekommen und hat sich volllaufen lassen. Und nachdem ich so höflich gebeten habe, um drei zu gehen, haben sie noch einen riesen Aufstand gemacht. Aber wissen Sie was? Jetzt werde ich mal eine Anzeige machen gegen Ihren Mandanten. So sieht's aus. Haben Sie irgendwas mitbekommen? Nee, die Bardame hat die überhaupt nicht mitgekriegt hier. Verzieh dich mal, komm. Jedenfalls sind sie, die beiden, sind morgens hier irgendwann rausgewangen. Und jetzt kommt's. 4 Stunden später taucht dieser Volltrottel hier auf, ja, behauptet, dass er beklaut wurde. Sind Sie Elena? Haben Sie gestern mal Mandanten? Elena gibt's überhaupt nicht. Das ist Babsi. Ja, und die hat jetzt so Feierabend und die will sich ein bisschen hinlegen. Ja, Sergio, kümmere dich mal um sie. Vielleicht hat sie irgendwas mitbekommen. Bestimmt nicht. Hast du? Nee, hat sie nicht. Sehen Sie, hat sie nicht. So, also, hier ist jemand beklaut worden, niemand rausgeschmissen worden, jemand vor der Tür gesetzt worden. Haben Sie noch irgendein Problem jetzt? Vorerst nicht. Gut, dann würde ich sagen, da ist die Tür, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Und dir, sag ich eins, du hast ab sofort ihr Hausverbot. Hast du verstanden? Lass dich hier nicht mehr blicken. Klar gibt's hier eine Elena. Die weiß nämlich auch, wo der Rolf ist, 100%. Die wissen nämlich auch, dass ich gestern total durch war. Ja, die können hier alles behaupten. Ja, ich gebe Ihnen schon recht. Irgendwas stimmt auch hier nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass die Bardame mir irgendwas sagen wollte. Ich muss eh los. Na ja, dass Männer nachts in Stripclubs abgefüllt werden und am nächsten Morgen nicht mehr wissen, was los war, kommt ja schon öfter vor. Ja, und dann geht's den meisten auch wie meinem Mandanten hier, dass auf gar keinen Fall die Frau davon erfahren darf. Aber dass in diesem Club irgendwas faul ist, also das ist ja offensichtlich. Und dem werde ich jetzt mal auf den Grund gehen. Hardy Kober sucht weiter verzweifelt nach seinem Geschäftspartner Rolf Evers. Er hofft, ihn zu Hause anzutreffen. Wo ist Rolf? Ist er nicht hier? Nein, ist er nicht. Und ist auch die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Und angerufen hat er auch nicht. In was für einen Mist hast du ihn eigentlich wieder reingezogen? Katrin, ich habe ihn gar nichts reingezogen, okay? Ach, und deshalb stehst du hier in der frühen Frex nach ihm? Und außerdem, wie siehst du überhaupt aus? Hast du im Auto geschlafen? Ja. Verdammt, Hardy, was habt ihr denn die ganze Nacht getrieben? Mensch, Katrin, ich mache mir selber Sorgen. Kann ich reinkommen vielleicht? Ja, nützt ja nichts. Ich habe aber nicht viel Zeit, weil ich werde mich jetzt gleich selber nach Rolf suchen. Und dann gebe ich am besten eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Das ist eigentlich das Beste. Ja, tu doch nicht so, als ob du dir Sorgen machst, du Schmarotzer. Pass auf, beleidigen muss mich nicht deswegen, okay? Das ist nur die Wahrheit. Ich habe Rolf immer gesagt, nimm den nicht mit in die Firma. Der macht nur Ärger. Und was ist, du machst nur Ärger. Pass auf, es war Rolf, der mich in diesen Club reingezogen hat. Ich kannte den Laden gar nicht. Er hat mich auch dahin geschleppt. Und weißt du was? Dort ist auch verschwunden. Ja, und was für ein Club? Dann schreib mir bitte die Nummer auf und die Adresse, dann gehe ich nämlich dahin. Aufschreien. Das wird irgendwas bringen. Vielleicht ist er einfach verschwunden. Verschwunden, klar. Ja, aus freien Stücken. Könnte ja sein. Sitzt jetzt irgendwo in der Karibik, am Strand. Klar, sowieso. Vor allen Dingen ohne Reisetasche, ohne Klamotten. Und vor allen Dingen ohne Reisepass. Sag mal, was glaubst du eigentlich? Komm, weißt du was? Lass gut sein, ey. Diese ganze ist gut. Danke. Mach's gut, auch jo. Danke für die Information. Ja, gerne. Idiot, echt. Rolf Evers bleibt auch nach 2 Tagen verschwunden. Seine Frau Katrin hat ihn als vermisst gemeldet. Dies ist bei Erwachsenen erst nach 48 Stunden möglich. Die Polizei nimmt noch am selben frühen Morgen die Ermittlungen auf. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Haben Sie irgendwas von Rolf Evers gehört? Nein, aber seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet. Der war auch schon seit 2 Tagen nicht mehr hier in der Firma. Ich mache mir auch schon Riesensorgen. Seine Frau vermutet, dass er irgendwo festgehalten wird oder Schlimmeres.
Und Sie sind offenbar der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Ach, und jetzt verdächtigen Sie mich? Rolf ist mein bester Freund. Wir waren vor ein paar Tagen in diesem Stripschuppen da am Hauptbahnhof. Am besten gehen Sie dort mal hin. Wissen Sie was? Ich rufe meinen Anwalt an. Das hier wird mir langsam zu blöd. Tun Sie das. Ja. Ja, Herr Stevens, Kober hier. Hören Sie, ich habe hier zwei Polizisten im Laden stehen. Ja, könnten Sie vielleicht kurz... Ja, okay, weiß Bescheid. Danke. Ja, tschüss. Meine Herren, nehmen Sie doch bitte Platz. Hallo? Was wollen Sie? Mein Name ist Katrin Evers und mein Mann war angeblich hier vor 2 Tagen mit seinem Freund. Das hier ist mein Mann Rolf und das hier ist sein Freund. Haben Sie die beiden hier gesehen? Ja, das habe ich. Ja. Und was ist passiert? Na, der Typ mit der Brille und den dunklen Haaren, der hat ihren Mann total abgefüllt. Der hat dauernd sein Glas voll gemacht. Und selbst hat er dabei kaum was getrunken. Ja, wusste ich doch. Ja, und dann? Und dann hat er ihren Mann irgendwann aus dem Club geschleppt. Der war so dann voll, der konnte fast gar nicht mehr gehen. Sie sagen also, dass die Handytasche dieses Herrn Evers in der Nähe des Stripclubs gefunden worden ist. Gut, das ist sehr alarmierend, wie ich finde, aber doch noch lange kein Beweis, der Ihre Beschuldigungen auch nur ansatzweise gegen meinen Mandanten untermauern würde. Ja, Frau Evers hat ausgesagt, dass sich Ihr Mann von Ihrem Mandanten bedroht und hintergangen fühlt. Absoluter Quatsch. Das ist Blödsinn, ist das. Ich hätte schon immer gedacht, wir hätten irgendwas gegeneinander. Schauen Sie, Herr Inger, mein Mandant ist ja nicht irgendein kleiner Angestellter von Herrn Evers, sondern gleichberechtigter Geschäftsführer. Ja, Frau Evers vermutet, dass Ihr Mann sich von Herrn Kober trennen wollte. Von Trennung war nie die Rede. Niemals. Wir haben die Firma zusammen geführt und das sollte auch so bleiben. Herr Kober, vielleicht lassen Sie mich doch besser jetzt reden, ja, und Sie sagen jetzt erstmal nichts mehr. Herr Inger, Sie sehen ja, ich habe mich noch überhaupt nicht mit meinem Mandanten besprochen. Machen wir es doch so. Ich spreche in Ruhe mit ihm und ich melde mich bei Ihnen. Ja? Alles klar. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Kober, jetzt mal Hand aufs Herz. Gab es Streit zwischen Ihnen und Ihrem Geschäftspartner? Nein. Nie. Würden Sie denn in irgendeiner Weise von seinem Verschwinden profitieren? Und jetzt seien Sie bitte ehrlich. Ja, ich meine, wenn Rolf wirklich verschwunden ist, dann würde ich alleiniger Geschäftsführer werden. Aber das ist doch kein Grund, ihm was anzutun. Das war mein bester Freund und ja... Das alles hier war ein Jugendtraum von uns. Wir wollten uns die Firma hochziehen. Okay, aber das Verhältnis zu seiner Ehefrau scheint halt doch irgendwie angespannt zu sein, oder nicht? Ach, diese Schnepfe, die war die ganze Zeit eifersüchtig. Die war schon immer irgendwie gegen mich. Die hat den Rolf am liebsten zu Hause eingesperrt. Die war schon immer gegen unsere Freundschaft. Das war Eifersucht, pure Eifersucht sonst gar nicht. Aber dann lügt sie. Ja. Das ist ein Grund mehr, dass wir unbedingt herausfinden müssen, was da vorgestern Abend in diesem Stripclub passiert ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Bardame, die wir dort gesehen haben, dass sie mir irgendetwas sagen wollte. Das, was wir machen müssen, ist, wir müssen in diesen Scheißschuppen reingehen und alles glatt machen. Das müssen wir machen. Nein. Wir beide müssen überhaupt nichts. Haben Sie ganz vergessen, dass Sie Hausverbot da drin haben? Sie setzen mir da keinen Fuß mehr hinein, ja? Ich kümmere mich darum. Sagen Sie mal, haben Sie ein Foto von Ihrem Geschäftspartner? Von Rolf, klar. Ja? Okay, können Sie mir das bitte schicken? Klar, okay. Mach ich. Dann werde ich mich ein bisschen umhören. Vielleicht kann ich ja irgendwas herausfinden. Und sobald ich was weiß, melde ich mich natürlich bei Ihnen. Bitte. Ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Babsi? Ja. Alexander Stevens, mein Name. Vielleicht erinnern Sie sich, ich war vorgestern früh bei Ihnen im Club. Ja und? Naja, ich hatte den Eindruck, Sie wollten mir irgendwas sagen. Ich hatte doch hinsichtlich des Geschäftspartners meines Mandanten nachgefragt, ob Sie wissen, was es mit seinem Verschwinden auf sich hat. Ja. Schauen Sie, es wäre wirklich wichtig, wenn Sie mir dazu was sagen könnten. Er ist spurlos vom Erdboden verschwunden. Keiner weiß, wo er ist, nicht mal seine Ehefrau. Und jetzt wird auch noch mein Mandant verdächtigt, mit seinem Verschwinden was zu tun zu haben. Wissen Sie denn irgendwas? Naja, also Es war schon sehr komisch. Die beiden Männer waren da und der eine war vollkommen aufgedreht, der andere dagegen total zurückhaltend. Also
Können Sie mir mal sagen, welcher von beiden? Der ohne Brille. Rolf Evers also. Ja, er hatte auch sein Laptop dabei. Ich habe mich noch gewundert und Riesenpacken Bargeld. Aber naja, Geschäftsleute kommen ja viele zu uns. Ja. Das ist ganz normal. Und stimmt es, was Ihr Chef gesagt hat, dass beide Männer zusammen den Club verlassen haben? Ah, das weiß ich nicht. Ich muss jetzt auch schon rein und arbeiten. Also. Also irgendwas stimmt hier nicht. Es ist ja offensichtlich, dass Babsi hier zum Schweigen gezwungen wird. Und ich muss unbedingt herausfinden, inwieweit mein Mandant mit der Sache irgendwas zu tun hat. Ich werde jetzt gleich mal zu ihm fahren. Nicht, dass er noch auf dumme Gedanken kommt. Katrin Evers traut dem Geschäftspartner ihres verschwundenen Mannes alles zu. Sie ist überzeugt, Hardy Kober will die alleinige Kontrolle der gemeinsamen Firma übernehmen. Dem will sie zuvorkommen und telefoniert mit der Sekretärin der Oldtimer-Vermietung. Ja, aber ist Ihnen denn gar nichts aufgefallen? Ich meine, irgendwelche besonderen Kontobewegungen, irgendwas. Ja, aber es muss doch irgendeine Unregelmäßigkeit geben. Ja, okay. Nein, also Herrn Kober, dem habe ich noch nie vertraut. Ja, und vor allen Dingen, dass mein Mann jetzt nicht da ist, das macht die Sache natürlich nicht unbedingt besser, ne? Ja. Also, mir wäre es ganz recht, ich würde gerne einmal selber drüber schauen. Vielleicht, dass ich gegen 18 Uhr bei Ihnen bin? Dann kann ich die Sachen anschauen. Ja? Super. Okay, vielen Dank. Sag mal, spinnst du? Was willst denn du hier? Elena? Ist ein Damenklo? Kannst du nicht lesen oder was? Ich muss mal mit dir reden. Kannst du mich erinnern? Hardy. Wie bist denn du hier reingekommen? Du hast doch Hausverbot. Ehrlich gesagt habe ich mich reingeschlichen. Ich muss jetzt auch gleich tanzen, okay? Und mein Grobber dich hier sieht, dann hast du eine Menge Scheiße. Ich weiß, aber ich muss wissen, was passiert ist. Du warst doch an unserem Tisch. Du weißt doch, wo Rolf ist. Ja, ich war bei euch am Tisch. Okay. Ja, und? Hör zu, ich sag dir, was ich weiß, okay? Aber ich muss jetzt wirklich kurz da raus. Ich hab sonst eine Menge Ärger mit meinem Chef. Warte du einfach hier, verhalte dich ganz ruhig und ich bin gleich wieder da, ja? Ja, okay. Okay. Hallo, ich bin auf der Suche nach Hardy Kober. Ich bin sein Anwalt. Grüß Sie. Und ich bin Katrin Evers. Ah, schon. Und solange mein Mann nämlich nicht hier ist, schaue ich Herrn Kober ein bisschen auf die Finger und prüfe die Bücher. Schön, aber warum das Misstrauen? Der Laden läuft doch ganz gut. Anscheinend haben Sie noch nicht mitbekommen, dass Hardy nutzloser Halotri ist. Nein. Weil ohne Rolf wäre er sowieso schon längst pleite. Okay, soll jetzt nicht meine Sorge sein. Wissen Sie denn, wo er ist? Hat er irgendwas gesagt? Keine Ahnung, er hat nur gesagt, dass er dringend wohin muss. Aber wenn Sie mich fragen, nach einem Geschäftstermin sah der nicht aus. Wieso? Ja, weil ich in so einem Outfit mit Kapuzenpulli und Mütze nicht zu einem Geschäftstermin gehe. Aber ich weiß ja nicht, was der inzwischen für schäbige Verbindungen pflegt. Er hat aber nicht zufällig erwähnt, dass er in diesen Stripclub noch mal will, oder? Ja, was fragen Sie mich? Okay, danke Ihnen. Ach so, eine Sache noch bezüglich Ihres Ehemanns. Sie nicht zufällig bemerkt, dass der Reisepass fehlt? Was glauben Sie, dass der ein bisschen Urlaub macht? Ich will Ihnen auch gar nichts unterstellen, aber Sie müssen schon verstehen, wenn jemand spurlos verschwindet, muss man solche Fragen stellen. Ja, Entschuldigung, also ich muss meine Arbeit machen. Ja, danke. Also es darf doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Wenn Hardy Kober jetzt wirklich in den Stripclub rein ist, dann Gnade ihm Gott. Ich meine, der 40 Jahre dort nicht wie ein normaler Gast auf, sondern der hat dort Hausverbot, ja? Und es könnte auch noch strafbar sein. Also ich werde jetzt gleich mal dahin fahren. Und wenn er dort ist, dann kann er was erleben. Was machst du denn hier, sag mal? Hey. Ich hab einen Deal mit deinem Anwalt, dass du mich hier nicht mehr blicken lässt. Was machst du? Du schleichst dich hier rein, belässt dich meine Mädels. Ja, ich weiß. Was heißt hier, ich weiß, ich weiß? Das war ein Fehler, ein Riesenfehler von dir. Was machen wir mit dem Scheißkerl jetzt hier, hä? Du weißt es, wa? Los. Alexander Stevens hat den verletzten Hardy Kober vor dem Stripclub gefunden und sofort ärztlich versorgen lassen. Mann, das hätte er böse ins Auge gehen können, ne? Ja, witzig.
Hier, halten Sie sich das aufs Auge. Ja, Spaß beiseite. Was haben Sie sich denn gedacht, da hinzugehen? Sie haben Hausfriedensbruch begangen. Das wissen Sie ganz genau. Mensch. Ja, und das ist ein Grund, mich irgendwie zusammenzuschlagen, oder was? Nein, natürlich nicht. Und Sie können auch gern rechtlich dagegen vorgehen. Aber ohne mich, den Ärger, den hätten Sie sich sparen können. Ja, klar, ich mir ihn sparen können. Rolf ist mir aber mein bester Freund. Und wenn der wirklich da verschwunden ist, dann wir müssen diesen... Der Laden ist dafür verantwortlich. Ja, aber das werden Sie nicht rausfinden, indem Sie so eine Scheiße machen. Sucht die Polizei denn wenigstens weiter nach ihm? Natürlich sucht die Polizei weiter nach ihm. Brauchen Sie nicht Sherlock Holmes spielen? Ich brauche Rolf auch dringend in der Firma. Er hat sich um die ganzen Dinge gekümmert, wovon ich gar keine Ahnung habe. Den ganzen Bürokram zum Beispiel. Ich blick da nicht durch. Das hat Rolf immer gemacht. Was war denn Ihre Hauptaufgabe hier? Ich mache eigentlich mehr so die Kundenakquise und rühre die Werbeltrommel an. Mein ganzes Leben ist in Scherben auf. Und die ganze Welt denkt, dass ich ihn um die Ecke gebracht habe und meine Freundin ist weg. Es ist ein Desaster. Ich weiß nicht. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Ich beruhige mich ja auch wieder. Wir müssen halt einfach Ihre Unschuld beweisen, ja? Das ist die Priorität. Und dann wird es auch im Privaten wieder klappen. Ja, das glaube ich nicht. Die ganze Firma denkt, ich wäre ja ein Depp. Ich kann die ganzen Bürosachen nicht. Das hat Rolf immer gemacht. Ja, oder Katrin. Haben Sie mal mit Frau Evers gesprochen? Sie hasst mich. Sie denkt, ich habe ihren Mann ermordet und füttert die Polizei weiterhin mit irgendwelchen fadenscheinigen Verdächtigungen. Und wenn Sie noch mal mit ihr reden? Was soll das bringen? Na, vermutlich nicht viel. Ich könnte ein Gespräch vermitteln. Das wäre ein Ansatz. Versuchen Sie es. Ich kann ja dann morgen zu ihr und dann mit ihr sprechen. Okay. Ich rufe Sie an, ja? Und kümmere mich mal drum. Und Sie kümmern sich um Ihr Auge. Also. It's hard to do these things alone.